Präsentiert von provideopodcast.de, Ihr Profi-Cast für bewegte Bilder. In diesem Video zeigt Ihnen der Autor, wie Sie das Einfügen von Video- und Audiospuren sehr präzise steuern können. Beispielsweise ist es nun möglich, nur Video- oder nur Audiospuren in Ihr Projekt zu ziehen. Hierbei gibt es aber einiges zu beachten. In diesem Clip geht es jetzt darum, wie ich präziser das Einfügen von Video- und Audiodaten steuern kann. Zunächst fragt man sich vielleicht, warum bei diesem Clip, der ja offensichtlich Audiomaterial erhält, keine Zielspuren aktiv sind hier im unteren Bereich. Die Antwort ist ganz einfach, wenn wir uns mal umschauen, Audio-Wellenform. Und wir sehen hier, es gibt eine Monospur und eine zweite Monospur. Das Problem an meinem Schnittfenster ist zurzeit, dass ich überhaupt keine Monospuren habe. Würde ich also jetzt hier reingehen und sagen Spuren hinzufügen und erzeuge hier zwei neue Audiospuren und wir nehmen hier Spurtyp Mono, keine Videospur, haben wir hier 0. Dann kann man jetzt sehen, sofort sind auch Audiospuren hier unten aktiv und ich kann jetzt steuern, wo welcher Track landet. Wichtig nur noch dran denken, dass ich die beiden Spuren auch aktivieren muss. Und jetzt können wir hingehen und sagen, gut, wir spielen den Clip hier unten ein. Das war das eine. Jetzt kann ich aber ganz bewusst sagen, ich möchte von dem Clip vielleicht nur Video oder nur Audio. Und dafür gibt es diese beiden neuen Anzeigen hier. Ich kann einmal sagen, nur Videodaten ziehen und ziehe jetzt sozusagen nur den Videoclip rüber oder nur Audiodaten ziehen. Und dementsprechend nehme ich nur die Audiodaten hier unten ins Schnittfenster. Das funktioniert natürlich auch bei den ganz normalen Clips. Wir nehmen jetzt mal hier so einen Clip aus meinem Harley-Projekt. Auch hier kann ich jetzt sagen, hey, hier möchte ich gerne nur Audio überschreiben und ziehe entsprechend die Audiospur und ich hätte gerne hier Video nochmal auf einer anderen Spur hier oben, um den beispielsweise als Bild-in-Bild-Effekt hier schnell zu verändern. Das ist sozusagen die Idee zwischen den Möglichkeiten, nur Bild oder nur Ton zu steuern. Jetzt haben wir häufig ein weiteres Problem. Wir nehmen hier einen Clip einfach aus dem Projektfenster und ziehen den per Drag-and-Drop rüber und ich sage, ich möchte ganz gerne hier mein Bild zwar überschreiben, aber die Tonspur soll die ursprünglichen Tonspuren nicht löschen. Jetzt kann man normalerweise ja Folgendes machen. Man nimmt den Clip einfach und zieht ihn runter auf die nächste Audiospur. Wobei dann aber auch der Videoclip auf die nächste Videospur kommt. Also sehen wir jetzt hier, ich schneide normalerweise immer auf Videospur 3 und Audiospur 3, Videospur 1, Audiospur 1 und so weiter. Jetzt gibt es eine neue Möglichkeit, nämlich die, dass ich zunächst meine Videospur auf der Spur 1 festmache, jetzt die Umschalttaste drücke und dann einfach meinen Audioclip nach unten ziehe. Man kann jetzt sehen, dass ich getrennt Bild und Ton zuweisen kann. Das heißt, durch das Drücken der Shift-Taste kann ich die jeweils andere Spur dann im Nachhinein noch zuweisen. Das gibt wesentlich mehr Flexibilität. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier einen Clip nehme, rüberziehe und sage, okay, ich möchte gerne Audio überschreiben, diesmal aber Video auf eine extra Spur, Shift-Taste drücken und dann Video im Nachhinein nach oben schieben. Und so kann man schon ganz genau beim Einfügen eines Clips per Drag-and-Drop steuern, von wo nach wo der Clip geschnitten werden soll. Das funktioniert natürlich auch aus dem Quellmonitor. Das heißt, auch hier kann ich definieren, wo welcher Clip hin soll. Und es funktioniert natürlich auch, wenn ich einen Clip einfach nur nehme. Fangen wir mal den Clip hier hinten an. Na, den habe ich schon ein bisschen zerstückelt. Nehmen wir den hier. Nehmen jetzt den Clip und ziehen ihn hier rüber und weisen danach dann auch noch die Audiospur auf eine neue Spur zu. Das heißt, mit der gedrückten Shift-Taste ist man wesentlich flexibler beim Zuweisen von Bild- und Tonspuren. Eine weitere Änderung hat es auch noch gegeben, die zwar eher klein, aber doch sinnvoll ist. Und zwar, wenn ich einen Clip einfüge, sieht man, dass der Abspielkopf immer ans Ende springt. Das heißt, man nimmt jetzt hier einen Clip, sagt Bearbeiten, Kopieren und sagt dann Bearbeiten, Einfügen. Und wir sehen, unser Abspielkopf landet am Ende, sodass ich gleich danach einen neuen Clip zum Beispiel hier aus dem Quellmonitor nehmen kann und an der Stelle einfügen kann. Mit Premiere Pro CS4 ist man insofern wesentlich flexibler, wenn man Clips einfach per Drag and Drop schneiden kann, weil ich durch die Shift-Taste genauer spezifizieren kann, welche Audio- und Videotracks ich zuweisen möchte und weil ich hier auch zwei Schaltflächen habe, wo ich explizit sagen kann, nur Audio- bzw. nur Videodaten möchte ich verwenden.